Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder die Zeit angekommen, dass wir uns mal wieder ein bisschen austoben dürfen. Ihr wisst ja, ich mache ein normales Video und eins, wo wir uns ein bisschen austoben, was die Haarfarben angeht. Im letzten Video habe ich ja davon gesprochen, dass dieser neue Trend gerade momentan aktuell ist, dieses Contouring. Das heißt, dass wir das auch in den Haaren mit reinzeichnen. Und das machen wir heute nochmal in einer extremeren Form. Wir haben heute Vanessa dabei. Vanessa hat einen wunderschönen Bob, den wir nochmal schneiden, oder? Ja, bitte. Ja, bitte. Unbedingt. Sie hat die jetzt lange ausgeharrt. Und zwar seht ihr auch bei Vanessa im Vorfeld, sie hat so eine schöne Fläche hier mit drin. Das heißt, ich werde so einen Spot mit reinmalen, zeige euch das, wie das am besten funktioniert und werde den Ansatz dunkler lassen und die Längen und Spitzen wieder dunkler, aber innen drin werden wir nochmal ein bisschen ausrasten. Wir legen jetzt mal los, ne? So, Vanessa, ruhe jetzt davon. Vanessa hat ja hier so eine schöne Fläche, wo ich mich gleich austoben kann. Viele von euch fragen mich immer gerade bei Facebook, wie das am besten das Verfahren ist, wenn ich so einen Spot hier reinfärbe. Ich sage euch, das Verfahren, wie ich mache, mag ich am liebsten, weil es am saubersten ist. Ich male mir erst mein helles oder meinen hellen Spot hier mit rein mit Blondierung, spüle es dann ab und dann färbe ich die Ansätze dunkel, Längen und Spitzen dunkel und dann male ich hier meine nächsten Farben noch mit drauf. So, bei Vanessa, wenn ich diesen Spot mache, finde ich es immer ganz wichtig, dass wir das nicht am ganzen Haar komplett machen, weil das lohnt sich gar nicht. So, dass unten drunter das Ganze noch ein bisschen dunkler ist und oben drüber dieser Spot liegt. Deshalb werde ich auch im oberen Bereich hier mir wie so einen Tropfen abteilen, direkt bis zum Hinterkopf und dann geht's weiter. So, jetzt sollte ich mir natürlich vorher genau überlegen, wo der Spot sitzen soll, wo der Anfang ist und wo das Ende. Und dann trage ich das einfach mit einer Folie auf. Ich werde mir hier erst eine Folie separieren, werde das komplett auftragen und wie gesagt diesen Streifen hier erstmal komplett aufblondieren. Relativ einfach. So, kurzer Zwischenstep, dass ihr den schon mal seht. Ich habe es nur ein bisschen nachgeschnitten, noch mal ein Tickchen kürzer. Vanessa ist doch schön, oder? So ein schöner Spot hier so in der Mitte, aber das ist eine gute Basis, um das letzten Endes jetzt wieder anzumalen. Was ich jetzt mache, ich mache jetzt erst wieder den Ansatz hier, dann im unteren Bereich, das werde ich gleich alles komplett durchziehen, weil wir haben ja gesagt, das wollen wir hier auch dunkel haben. Und dann im oberen Bereich suche ich mir meine Tropfenform wieder raus und trage die wieder auf. Hör auf zu lachen. Tropfenform, das ist ein Flatschen, ist das, kein Tropfen. So, jetzt habe ich mir hier die Ansätze aufgetragen und die Spitzen und habe mir hier meinen Spot freigehalten. Und jetzt kommt der Moment, wo es wieder ein bisschen mehr Spaß macht als Friseur. Ihr tragt einfach, ich habe jetzt hier eine Kupfernuance und eine rote Nuance, einfach so wie ihr lustig seid, das Ganze auf. Einmal das Rot und einmal das Kupfer. Und jetzt
Einen sauberen Pinsel nehme ich mir mit dazu, mache jetzt hier die Übergänge weicher und vermische die beiden Töne nochmal miteinander. Spitzen sind dunkel, Ansätze sind dunkel und ihr seht das auch, glaube ich, in dem Mittelfeld. Hier hat sie wirklich ganz, 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 ganz viel Struktur drin, um hier wirklich auch immer andere Frisuren zu machen. Und gerade das ist natürlich eine super auffällige Farbe, um hier wirklich ganz viel Struktur drin zu erzeugen und zu bekommen. Von den Seiten her seht ihr es auch, Konturenbereich relativ dunkel, Ansätze wieder dunkel und in dem Mittelstück ist halt dieser Spot mit reingesetzt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Alle Farbrezepte findet ihr natürlich auf www.dernigolds.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.